Jo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen GTA 5 Fail Video bei Snake Checker Original. Ja, heute werde ich euch das erste Fail Video von mir zeigen, also wo GTA so einen Fail hat, und ja, auf den bin ich selber heute drauf gekommen mit diesem komischen Auto, ich glaube das heißt Ruina, und ja. Ich zeige euch hier nochmal kurz meine Autos, der Adder ist neu. Den hatte ich im letzten Video noch nicht. Und ja. Und letztes Mal habe ich euch ja den Geldglitch gezeigt. Und jetzt werde ich euch dann gleich zeigen, wie viel Geld ich damit schon gemacht habe, glaube ich. Ja. So, jetzt, ich will das Auto also mal zerstören, das heißt, ich fahre mal zu irgendeinem Zug hin am besten, zu einer Zugstrecke, da kann man das Auto am besten zerstören. Ja, hier ist schon eine perfekt, so. Ja, ich habe das Video diesmal schon vorher aufgezeichnet und kommentiere es jetzt nach. Und ich habe das Video schon gestern aufgenommen, deswegen habe ich mir jetzt nicht alles gemerkt, die Reihenfolge. Aber ja, jetzt zeige ich euch das Geld, das heißt, hier seht ihr es, 5 Millionen und bar habe ich 400.000. Das heißt, ich habe 5,4 Millionen mit dem Glitch gemacht. Und er geht noch immer, also ich habe es, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern, ist er noch gegangen, wie ich das Video gedreht habe, auf jeden Fall. Ob er heute noch geht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon 2 Tage nicht GTA gezockt. Ja. So. Bisschen zart hier hinfahren. Jetzt habe ich mich auch noch verfahren. Ja, und ich wurde letztens häufig gefragt, wie ich heiße auf PSN und ob ich mit euch mal zock, und mache ich natürlich. Schickt mir einfach eine Anfrage, Sir, you are dead. Schreibe ich euch auch noch in die Beschreibung. Ja. Verfahren hier. Aber ist egal, ich muss das Auto sowieso zerstören, also ist das jetzt wurscht. Jetzt fahre ich auch noch hinten ran. Perfekt. Bei dem kann sich GTA 5 auch noch richtig Mühe geben beim nächsten GTA, damit sie noch ein bisschen realistischer werden. Ja. Nächstes Mal werde ich euch wieder einen Fail zeigen. Also ich werde da jetzt Episoden machen, das ist halt die erste. Und ich werde auf alles selber drauf kommen. Also ich schaue mir jetzt nicht von anderen was an und mache dann einfach das Video nochmal. Sondern ich schaue selber, und es fällt dann euch auch häufig was auf, wenn man GTA spielt, damit halt irgendwann ein Fehler ist oder sowas. Oder zum Beispiel, wenn man eben in der Wüste mit dem Auto fährt, werden die Reifen nicht mal dreckig oder sowas. Zum Beispiel unlogisch halt. Ja, hier sehen wir jetzt schon den Zug, der kommt. Jetzt packe ich mich dahin, damit mir der Zug genau hinten reinfährt. Jetzt schiebe ich noch rückwärts. Bam. Ich will nämlich den Auspuff zerstören. Das ist irgend so ein Tuning-Auspuff für dieses Auto. Ich glaube, das ist ein Muscle Car. Und diesen Auspuff schaltet man ab Rang 61 frei. Und ja. Und vorher, ich bin jetzt erst Level 61 Grad gekommen, vor ein paar Minuten, habe mir gleich den Auspuff gekauft, weil ich den geil finde. Und ja. Und fahre ich eine Runde, zerstöre mein Auto und habe den Glitch entdeckt. Den werdet ihr jetzt auch gleich sehen. So gut, damit ich nicht runtergefallen bin, das ist schon mal gut. Ja. Jetzt konnte man ihn schon ein bisschen sehen, den Fail.
Ich werde in jedem Video nur einen Fail machen, wahrscheinlich. Außer es dauert ein Fail jetzt nur ein paar Sekunden, Minuten. Da mache ich vielleicht zwei, drei, kommt ganz drauf an. Hier seht ihr schon, die Auspuffe sind verbogen durch die Crash und aber der Blitz kommt auf einer anderen, kommt noch auf derselben Stelle raus, wie wenn das Auto noch keinen Schaden hätte. Und ja, ich finde es arg irgendwie, damit sich dieser Blitz nicht auch mit verschiebt, weil ja irgendwie unlogisch und ein richtiger Fail finde ich, weil ich meine, Auspuff ist verbogen und irgendwo anders blitzt es so. Ja, so. Jetzt ist mein Auto eh gleich Schrott, jetzt explodiert es gleich wahrscheinlich. Oh, bist du deppert. Das ist schon voll Schrott hinten, Alter. Bist du deppert. Ja, jetzt kann ich fast nicht mehr mit dem Auto fahren. Egal, die ganzen Achsen sind schon gebrochen. Jetzt zeige ich es euch nochmal, wie ihr es im Titelbild auch schon gesehen habt. Jetzt seht ihr es genau, die Auspuffe sind verbogen und das Licht, also die kleine Explosion, kommt auf einer ganz anderen Stelle raus. Ja. Ich finde, da kann GTA noch dran arbeiten, an ein paar Sachen realistischer zu werden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, oder wenn ihr auch schon mal sowas entdeckt habt, könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben und mich abonnieren oder gefällt mir drücken. Ja, jetzt werde ich das Auto noch mit meiner schönen pinken MG zerstören. Ja. Und ein paar Leute haben mich letztens noch angeschrieben zu meinem letzten Video. Bla bla, der Glitch geht nicht. Probiert es einfach aus und probiert es öfter aus. Nicht jetzt einmal probieren, ja, geht nicht, bam. Und gleich schreiben da, scheiß Ausländer, was machst du für Videos, das geht nicht einmal. Ja, probiert es öfter, versucht es, vielleicht habt ihr irgendeinen Fehler gemacht, schaut sich mein Video nochmal an, wie das richtig geht. Vielleicht habt ihr ja nur einen kleinen Fehler gemacht und es geht eh, weil es muss gehen. Also zumindest vor 2, 3 Tagen ist es noch gegangen, also. Am 27.03. ist es noch gegangen. Fix sogar und ja. Ah, da hinten ist der Zug. Ja. Jetzt kommt gleich noch ein Fail, also es ist eigentlich kein Fail, aber schon irgendwie ein Fail. Jetzt seht ihr hier, dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Du kannst bei dieser Versicherung halt anrufen und einen Anspruch geltend machen, aber das Auto ist noch nicht einmal explodiert. Und trotzdem kann man es schon bei der Versicherung holen. Also auch ein Fail eigentlich. Weil es ist ja noch nicht hinnig, wie ich jetzt gleich zeigen werde. Es explodiert erst jetzt gleich. Wie ihr gesehen habt, jetzt ist es erst kaputt. Und die Versicherung hat aber schon jetzt vorher geschrieben, wie das Auto noch nicht kaputt war. Ja, das war dann eigentlich der zweite Fail, den ich eigentlich nicht geplant habe. Aber ja, gut, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da vielleicht. Könnt das Video natürlich kommentieren und schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Da verlinke ich euch immer die neuesten Videos von mir. Und ja, danke fürs Zuschauen. Baba.